Meinetwegen auch sowas. Daraus stelle ich dann eine Eisenschablone daraus her, oder was? Und wenn ich jetzt das hier noch reinpacke, wird daraus so ziemlich nichts. Okay, wir haben ja das Handbuch, wir können ja nochmal weiterlesen. Vergiss die 100 Folgen. 200 Folgen sind realistischer. Ja. Yeah. Toolstation. Was so geil. Okay, gut. Nächster Schritt. Wir machen mal die Tür zu. Mach mal eine Werkbank. Wir machen noch eine Werkbank. Warum seht ihr gleich, falls das tatsächlich nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Wir nehmen mal das Holz mit. Wir können ja tatsächlich dann eventuell einfach diese ganz normalen Schablonen hier erstmal ablegen, ne? Muss ja jetzt nicht mal ein Inventar so unnötig zumüllen. Da war hier nochmal ein anderer Schablon drin. Dann kommt hier vielleicht mal eine ganz normale Werkbank hin. Werkstatt wollte ich schon sagen. Hier kommt das rein. Wo ist das? Werkstation. Ich habe keine Ahnung. Einfach mal machen. Werkzeugstation. Das ist... Ah, das ist die Werkbank, wo halt dann das Zeug auch drin bleibt. Haha, okay. Okay, das heißt, dich brauchen wir nicht mehr. Es tut mir leid, aber dich brauchen wir nicht. Okay. Also das ist eine ganz normale Werkbank, halt nur, ne, da bleiben halt meine Items auch drin liegen. Nicht so wie sonst, wo die halt einfach wieder rausploppen. Da hatten wir jetzt das hier, die Werkzeugstation. Ah, das war zum Verfeinern von den ganzen Werkzeugen, damit sie dann andere Eigenschaften bekommen. Der Hauptweg, um deine Werkzeuge zu reparieren und zu ändern, platziere ein Werkzeug und ein Material auf die linke Seite, um zu beginnen. Ja, geht wahrscheinlich mit dem nicht, ne? Brauche ich dann tatsächlich die Tinker-Werkzeuge dann dafür? Okay. Toolforge. Wo kriege ich denn jetzt diese Steine her? Das sind Eisenblöcke, ne? Ach du Scheiße. Drying Rack. Zum Sachen trocknen. Ach du Scheiße. Ja. Bounce Pad, ja. Warum? Pungee Stick, warum? Wir haben doch noch Zuckerrohr, ne? Eins. Ja gut, dann schlafen wir mal ganz kurz, holen noch mal ein bisschen Zuckerrohr. Mal gucken, was das genau wird. Ich möchte keine Angst verbreiten, aber es gibt Let's Plays, die über 1000 Folgen gehen. Mein Let's Play ist bereits über 1600 Folgen. Also, ne, von daher. Ne? 1000 Folgen, pfff. Tja. Nächstes Jahr 2000, ich komme. Keine Angst verbreiten. Es gibt Let's Plays, die sind über 1000 Folgen. Nein. Wirklich? Wirklich, wirklich? Die nächsten 1000 Folgen sind schon verplant. Ah, ja. So wie das ja aussieht, ne? Ja. Da ich ja irgendwie die letzten 50 Jahre seit Minecraft-Beginn nie was mit den großartigen Mods halt gemacht habe, ne? Ja, wirklich, wirklich. Ich meinte pro Thema. Ach so. Na dann. Na dann!
gut, dass ich alles auf einmal mache. Okay. Reparieren, modifizieren den Hauptweg, um deine Werkzeuge zu reparieren und zu ändern. Platziere ein Werkzeug und ein Material auf die linke Seite, um zu beginnen. Ja. Kann ich das hiermit? Und dann reparieren? Nein. Hätte sein können. Oh Gott. Oh Gott, da sind noch weitere Bücher erschienen. Ah, Bücher, Bücher, überall Bücher. Was wollte ich jetzt? Ich wollte, genau, dieses komische Ding zu machen. Deswegen hatte ich hier das Zeug. Geholt. Was ist das? Ich weiß nicht, wozu ich das brauche. Aha. Was ist das für ein Effekt? Langsamkeit. Und es schadet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe offensichtlich keine Ahnung. Mammut entdeckt die Welt. Ja. Okay. Warte mal. Da kann ich aber rüberspringen. Was ist das für eine Barrikade? Also wirklich. Also wirklich. Mal ganz kurz. Kann man bestimmt dekorativ auch irgendwie irgendwo anders mal verwursteln. Ich weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber hey. Ja? Kannst du auch Bücherregale machen, weil du es schon benötigst? Ja. Dafür habe ich, das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Das war, glaube ich, BiblioCraft. Da gibt es tatsächlich so Regale, da kannst du deine Bücher richtig reinstellen. Ich finde das noch gerade nicht. Oder vielleicht mache ich einfach Regal. Oder Shelf. Das ist das herkömmliche Bücherregal. Irgendwo gab es das. Bin mir relativ sicher. Ich weiß noch nicht mehr zu, was es genau gehörte. Was ist das hier? Kann ich leider gerade nicht sagen, wie ich das herstelle. Weil er es mir nicht anzeigt. Ich muss da halt meine Mod nochmal irgendwie überarbeiten oder irgendwie eine Zusatzmod dafür installieren. Ich weiß es nicht. Aber ja, es ist theoretisch möglich. Aha, was ist denn das? Kies, Sand und Lehm. Dann kriege ich Kraut. Und daraus kann ich dann hier Seed Bricks machen. Ach du Scheiße. Okay. Sand wollte ich noch zerkleinern, ne? Also zumindest halt Cobblestones zerkleinern. Das artet echt irgendwie wahrscheinlich so in der Zukunft darauf aus, dass wir mehrere Excavator oder sowas bauen. Hier hinten ist ja noch die Kohle am Werk. Machen wir bitte. Ein bisschen. Einfach mal weil.
Leben müssten wir eigentlich noch haben, wenn ich mich nicht irre. Das ist kein Leben, das ist Steinstaub. Ja. Was wir halt auch noch machen könnten, ist halt, ne, wir können ja aus diesem Schrott, den wir da haben, solche Schrottkästchen bauen und da irgendwie auf Glück hoffen, dass da irgendwie mal was Tolles rauskommt. Oder halt als Verbrennungsmaterial verwenden. Ton. Siehst du wohl. Ich gebe hier den Ton an. So, also Lehm haben wir. Also Seared Bricks machst du zum Beispiel dann später. Das habe ich bereits befürchtet, weil die Schmiede habe ich halt so beim Amiga Link halt schon mal gesehen, aus eben halt jenen Steinen. Und ja. Ich ahne Schlimmes. Mörtel nennt es sich. Okay. Und die muss ich dann verbrennen, ne? Ja. Und dann lass mich raten, 2x2 Gedöns mache ich daraus einen richtigen Block. Gehe ich mal von aus. Was sagt denn das Buch noch weiterhin? Na, sowas mag ich an dieser Mod halt tatsächlich. Du hast halt eine Anleitung. Da musst du dir selbst nicht so ganz so viel googeln. Ja, siehst du, 2x2 für einen Block. Und Smeltery Controller. Aha. So kann ich halt das Buch nochmal neu herstellen. Ah ja. Materialien und du. Version 1. Materialien und du. Version 2. Mighty Smelting. Nachtvision. Also Nachtsichtgerät, Gedönsdingens. Goldene Karotte. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Karotte plus jede Menge Goldnuggets oder so. Schwer zu treffen. Aha. Aha. Hat wahrscheinlich kaum Rüstung. Federfall. Leider habe ich hier vor Ort keine Enderperlen. Waterwalk. Das hier gerade einfach nur so ganz grob durch. Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Ich glaube wirklich. Leben brauchte ich, ne? Ja. Endlich habe ich mal eine vernünftige Verwendung für Lehm. Das hatte ich die ganzen letzten 5 Jahre nicht so wirklich. So, verbrachte das mal da drin. Mach mal. Halleluja. Die Flüge meinte ich letztens, ja. Die könnten mir tatsächlich in vielen Lebenslagen sehr helfen. So, jetzt haben wir aber halt auch noch andere Bücher erhalten, ne? Hier. Materialien und du. Toll. Mal gucken, was denn das Zeug hier sonst so sagt. Crafting-Teile. Und dafür brauchen wir das Tool-Binding für Gedönsdingerns, okay. Und wir brauchen ja diese Schmiede für... Das ganze Zeug, was wir da in veredelter Form herstellen und so. Oh Gott. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Aber man könnte wahrscheinlich so das eine oder andere wirklich sehr gut gebrauchen jetzt unterwegs für eine Höhlentour.
Meinst du, 3x3x3 Area? Für eine Axt ist das echt schon krass. Oder auch hier, ne? Eine Schaufel mit 3x3. Oh, hier, ne? Riesensense. Das könnte uns bereits ordentlich helfen. Haben wir das auch mit einer Spitzhacke? Ja, wir haben einen Hammer. Und man kriegt ja da irgendwie dann auch noch hier Geschwindigkeit drauf und all sowas. Okay, ich werde meine Pläne für die nächste Aufnahmesession ein bisschen umwerfen. Und wir werden uns nächste Aufnahmesession mehr mit Tinkers Construct hier beschäftigen. Ich werde mich da im Vorfeld so ein bisschen informieren, wie das halt alles so genau funktioniert. Ne, wie groß so eine Schmiede sein sollte, womit muss ich sie befüllen, wo kriege ich die Sachen dafür her und alles. Ja, aber das machen wir dann halt zur nächsten Session. Da bin ich, ne? Das könnte uns sehr helfen, wenn wir dann halt irgendwie tatsächlich irgendwie auf Höhlentour gehen oder so. Na, guck mal, er fängt jetzt da hinten an zu bauen. Ist zwar irgendwie noch eine Decke drüber, aber hey. Ist wahrscheinlich zu hoch für das Ganze, was er eigentlich haben will. Komm ich da jetzt noch ganz kurz hier ran und mach das hier mal ganz kurz weg. Wenn ich jetzt dran denke, dass es Schaufeln gibt, die ein 3x3-Feld bearbeiten, ja dann Halleluja. Wie viel Zeit ich hätte sparen können in bisherigen Bauprojekten. Diese Möglichkeiten. Diese unendlichen, schieren Möglichkeiten. Zur Not wirklich Amiga-Link dazu holen. Ja, wenn ich das Ganze irgendwie auf den Server kriegen würde. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Und dann noch die Server-Configs und hast du nicht gesehen und oh. Das wird noch lustig genug. Wirklich. Ja, mach das ordentlich hier. Mach das ordentlich, du komischer Bohrer. So, wahr. Und die Decke hier, die kann jetzt einfach mal ganz kurz weg, weil die stört mich hier. Weil die stört mich hier, ist immer ein guter Grund. Das funktioniert immer. Kann auf jeden Fall jetzt keiner sagen, hey, das Ding funktioniert gar nicht. Es funktioniert, es dauert halt nur ein bisschen. Bis er sich hier den Bereich frei gemacht hat. Wahrscheinlich, wenn wir halt das nächste Mal irgendwie eine Quarry bauen und wir haben bis dahin irgendwie schon Tinkers Construct Gedöns Werkzeug, was wahrscheinlich ist, dann sollten wir vielleicht schon im Vorfeld terraformen, damit das Ding gleich anfangen kann oder so. Und jetzt stell dir mal vor, ne? Du hast dann Tinkers Construct, du hast dann funktionierende Roboter, die schon Drecksarbeit für dich erledigen, wie zum Beispiel halt Holz sammeln und so weiter, ja? Und einiges befüllt sich dann von selbst aufgrund von irgendwelchen Pipes und sowas. Und du musst eigentlich nur noch, ne, alles andere machen. Ne, im Moment muss ich ja noch alles machen. Das wollen wir natürlich halt so auf kurz oder lang halt nicht mehr. Das wollen wir wirklich nicht mehr. Wir wollen uns ja das Ganze hier ein bisschen erleichtern, deswegen haben wir ja die ganzen Mods. Und ja, mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. Ich würde am liebsten jetzt gar nicht aufhören wollen, sondern mich jetzt einfach informieren und einfach dann weiterspielen. Aber ich werde mir diese Anführungszeichen Heißluft dann Heißhunger auf Minecraft noch ein bisschen aufheben bis zur nächsten Aufnahmesession dann in 2 Wochen.
in der Hoffnung, ich habe da Zeit gefunden in 2 Wochen, mich dann irgendwie über das Ganze hier zu informieren. Was ja auch so eine Sache ist, ne? Denkst du, ne? 2 Wochen, ja, ne? Da werde ich schon irgendwie Zeit finden. Da hast du ja gar keine Zeit. Aber ich werde mich ranhalten, dass ich das dann irgendwie tatsächlich so schaffen kann, wie ich mir das vorstelle. Und dann, ne? Nächste Aufnahmesession legen wir richtig los. Atomreaktor, Roboter, dies und das und jenes. Und, Dach. Wir haben noch nichts mit dem Dach gemacht. Gar nichts. Ist ja schon ein bisschen bitter. Ja, Mamu, das ist Minecraft. Ja. Und? Ist die Query? Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Nicht sogar ein Chunkloader oder liege ich da gerade falsch? Ja, da ist ein Chunkloader. Also da, wo halt quasi Query jetzt gerade sitzt, ist halt, sämtliche Chunks werden dort geladen. Ich weiß nicht, ob sich das auch verhält, wenn ich jetzt irgendwie in einer anderen Dimension bin. Also beispielsweise, ich bin im Nether oder per Müsquaft irgendwie in einer anderen Dimension. Ich glaube, dann zählt das tatsächlich nicht. Weil halt das Level quasi nicht geladen ist. Aber das ist auch eigentlich eher so ein geringeres Problem. Oh Gott, das fängt ja jetzt schon an, mit Wasser zu überfluten. Halleluja. Na, solange im Endeffekt da auch noch ein bisschen was rauskommt, ist alles okay. Aber das Ding buddelt sich relativ schnell dadurch, wenn ich das so vergleiche mit den, mit der anderen Query, die wir hatten, die nur 2 Motoren dran hatte, geht das hier dann doch relativ fix. Wir steigern uns. Zwar langsam und gemächlich, aber wir steigern uns. Ups. Na gut, in dem Fall jetzt nicht. In dem Fall bin ich jetzt einfach nur abgestiegen. Aber hey. Gut. So viel dazu. Und halt, Essen müssen wir produzieren. Samuel. Ich glaube, nächste Aufnahmesession wird wirklich lustig und interessant. Und ich habe keine Ahnung. Nein, so. Ich mache auch gleich Ende Gelände hier. Nee, das hole ich jetzt nicht raus. Da habe ich gar keinen Platz für. Ich werde jetzt hier, ne, die Aufnahme beenden. Und, ja, das Inventar nicht leer machen, mich beim nächsten Mal drüber aufregen, dass mein Inventar so voll ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Minecraft dann wieder, wenn ich dann, ne, hoffentlich mich ein bisschen schlau gemacht habe. Und ja, dann mal gucken. Wird schon. Irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Also dann, bis denne.